Nun gilt es. Wie immer entscheidet das Qualifying, ob und wenn ja, von welcher Startposition man ins Rennen geht. Jannis ist sichtlich zufrieden. Startplatz 8. Ich war mir schon immer bewusst, dass wir schon den Speed haben für vorne. Bloß ich am Anfang des Jahres, klar, neue Erfahrung, Qualifying, das nie perfekt hinbekommen. Aber das ist schon mal eine gute Startposition morgen für morgen und dann können wir morgen in die Top 10 fahren. Und auch bei den Halders scheint das Qualifying gut gelaufen zu sein. Startplatz 30. Ein seltener Anblick. Papa Arne lacht. Geht aber gleich wieder in den Analysemodus über. Erster Sektor grün, zweiter Sektor musste Stoll überholen, dadurch keine Verbesserung, dritter Sektor wieder grün. Jede Formelrennstrecke ist aufgeteilt in drei Abschnitte, sogenannte Sektoren. Man kann mit Sektorzeiten ermitteln, in welchem Sektor man wie viel Zeit verliert oder gewinnt. Wenn man in einem Sektor langsamer ist als in den vorangegangenen Runden, leuchtet die Sektorzeit rot auf. Ist man schneller, wird sie grün. Alle drei Sektorzeiten zusammen ergeben die Rundenzeit. Morgen müssen wir die Rennen fahren und da werden ja die Medaillen vergeben, nicht heute. Das war ja, es ist gut zu wissen, dass er da vorne mitfahren kann, aber noch ist nichts gewonnen. Ja. Der Lausitzring in Südbrandenburg, bekannt auch als Eurospeedway Lausitz, ist 3,4 Kilometer lang und zählt zu den modernsten und größten Renn- und Teststrecken Europas. Samstagvormittag. Jannis geht von Startplatz 8 ins erste Rennen. Heute müssen die ersten Punkte her. Die Sonne knallt vom Himmel. Es sind jetzt schon knapp 36 Grad und der Asphalt glüht. Cool bleiben lautet die Devise. Die Ampel, die jetzt gleich aufleuchten wird, jetzt auf Rot geschaltet und der Start ist freigegeben. Auf geht die Reise und ein schlechter Start von Marvin Dienst. Aber wer richtig gut wegkommt, ist Joey Mawson. Der übernimmt gleich mal nach gefühlten 20 Metern schon die Spitze. Das Feld geht in die erste Runde. Das Wichtigste, keine Kollision in der Start-Zielkurve. Das Überraschende, Michel ist dran und überholt sogar den Vordermann. Und dann doch, der erste Abflug, aber zum Glück sind Jannis und Michel davon nicht betroffen. Michel fährt wie entfesselt. Ganz leicht das Touchieren der Mauer. Und schon wieder schnappt sich Michel einen Konkurrenten. Der nächste Abflug. Beckmann, Fitje, Schramm, Cecotto. Und da steht mit der 34, das gibt Safety Car. Und schon wieder, das Feld lichtet sich. Das ist so eine klassische Stelle, an der du vielleicht nicht ganz so früh einschlägst. Also es ist zwar nicht unüblich, dass man hinten den letzten Poller trifft, dass man das Auto vorne rechts allerdings schon da versenkt, ist eher ungewöhnlich. Da war er also sehr, sehr optimistisch. Das Rennen wird wieder freigegeben. Jannis liegt inzwischen auf einem großartigen sechsten Platz. Und er verteidigt ihn tapfer bis ins Ziel. Eine super Leistung. Ortmann und Beckmann, vierter und fünfter Rang. Jannis Fitje auf 6, Schramm 7, Cecotto in der 8. Position. Aber komisch, Jannis scheint sich gar nicht richtig zu freuen. Mama Anja ist hochzufrieden und nicht nur sie. Sechster Platz, erste Punkte, sauberes Rennen gefahren, nicht zu meckern, das war gut, sehr gut. Ja. Papa Arne macht auch den Eindruck, höchst zufrieden mit der Leistung seines Sprösslings zu sein. Aber Jannis ist einfach nur platt und ausgepowert. Lassen wir ihn mal in Ruhe.
belgischen 20 ersten Plätze fährt Jannis regelmäßig. Heute hat er seinem Teamchef gezeigt, dass er ganz vorne mitmischen kann. Die Pace hat gereicht, das war gut. Ja. Das war eine saubere Nummer. So, jetzt sag auch mal was, Jannis. Erstmal die Platzierung, die wir uns eigentlich über das Jahr mal vorgestellt haben. Ja, nicht Platz 6, Platz 6 ist gut. Aber wir sollten schon jetzt mal daran arbeiten, dass wir immer regelmäßig Top 10 fahren. Also, es ist noch Luft nach oben. Auch wenn die Luft am Lausitzring immer heißer wird. Knapp 37 Grad. Eine extreme Belastung für die Fahrer. Hitzeschlacht Teil 2. Temperatur weiter steigen, also ich denke mal Asphalt jetzt locker über 50. Haben jetzt mit dem Reifendruck noch mal ein bisschen eine Änderung durchgeführt und müssen halt jetzt sehen, wie es geht. Kann man immer schlecht vorschätzen, ist immer ein bisschen Glücksspiel. Na, dann heißt es jetzt Daumen drücken. Der Start aus Michels Sicht. Dessen Ampel hier nicht hochgezählt wird, sondern nur an- und ausgeht. Angeschaltet ist sie jetzt in diesem Moment. Start ist freigegeben und Dienst kommt gar nicht. Dienst steht jetzt erst. Kann er sein Fahrzeug in Bewegung bringen? Das war ja noch ein desaströserer Start als heute Morgen. Jannis Eltern verfolgen das Rennen von der Boxentribüne aus. Schnell reagiert hat. Ein Rennen, das alle ganz schön Nerven kostet. In der vierten, fünften Position oder dritte Position. Und Eriksson ist schon ein kleines bisschen im Gras. Da hinten gehen die Nächsten ein bisschen arg weit ins Off. Die schießen jetzt erstmal wieder quer auf die Bahn zurück. Das ist einer der Jenser Motorsportpiloten. Ist David Beckmann. Und das sieht nicht gesund aus. Starke Abwege und jetzt treffen wir auch noch nicht ganz die zweite Hälfte des Plakats. Jonathan Cecotto. Wer war das? Jannis ist durch. Sauber. Jetzt hat er Luft an sich nach hinten. Ich bin schon wieder 10 Jahre gealtert. So, fand ich jetzt wieder den Punkt. Kurz vor Ende des Rennens, eine Kollision. Michel fliegt von der Strecke. Beim Versuch, den Wagen wieder zurück auf die Piste zu bringen, bricht die Radaufhängung. Es steht mit der 21 Michel Halder, die Pilotin des Liqui-Moly-Team Engstler. Die wird da nicht mehr wegkommen, glaube ich, so wie das den Anschein hat. Kurve 6 steht unter Gelb. Oh ja, da konnte sie aber mal nichts für. Aufgegabelt und auch hier hinten links die Aufhängung gebrochen und das war's. Kann sie überhaupt nichts für. Einfach brutal abgeräumt. Richtig hinten. Sauerei. Einfach hinten reingefahren. Michel ist zwar unschuldig, aber das Rennen ist für sie gelaufen. Und endet kurz danach hinter dem Safety Car. Und noch ein Schaden, eine fiese Wasserblase. Wie das denn? Keine Ahnung, mein Handschuh ist ziemlich ausgeleiert. Und wenn ich lenke, dann rutscht der hoch, runter und dann dadurch entsteht eine Blase und die ist jetzt irgendwie noch schlimmer geworden und ja, muss ich durch, vielleicht steche ich sie nachher auch auf, aber ja, keine Ahnung. Die Schmerzen nimmt Jannis gern in Kauf. Platz 6 im ersten und Platz 8 im zweiten Rennen. Ein ziemlich guter Renntag geht für ihn in der Lausitz zu Ende. Zweiter Renntag auf dem Lausitzring. Es ist Vormittag. Die Zuschauer sind auf dem Weg zur Strecke. Und Jannis auf dem Weg zum Arzt. Hat er sich die Blase jetzt tatsächlich aufgestochen? Er hat. So.
Kannst du gut bewegen? Geht noch? Ja, hier vielleicht das alles schon mal was. Ja, hier das da, weil das klebt dann an meinem. Ja, oder? Der Arzt tapet seine Hand und Papa Arne das Lenkrad. Gut, danke schön. Weil er sonst einen Krampf in der Hand bekommt, weil der Lenkraddurchmesser und, zu gering ist und weil er dann auch leicht abrutscht. Ist zwar dickes Leder drauf, aber... Und da ich früher selber Tennis gespielt habe und das immer gemacht habe, ist das immer meine Aufgabe hier, dafür zu sorgen, dass das richtig gemacht ist. Alles richtig gemacht hat auch das Team Halder. Der Schaden an Michelles Wagen ist behoben. Sie kann im dritten und letzten Rennen starten. Irgendwelche Bedenken? Nein, absolut kein unsicheres Gefühl. Erste Prognose hat sich dann am Ende auch als richtig rausgestellt. War relativ leicht zu beheben. Wir haben das Auto dann nochmal komplett neu einmessen müssen. Waren auch bis kurz nach Mitternacht zugange, aber sind heute wieder mit einem komplett auf null zurückgesetzten Auto am Start. Sieht aus wie neu, dann wieder auf zum Überholen. Nächste Woche in Pole Position. Auch das dritte Rennen auf dem Lausitzring ist ein echter Nervenkitzel, vor allem für Papa Arne. In der Sommerpause feiert Michelle ihren 16. Geburtstag und hängt mal richtig mit ihren Freunden ab. Nach den Ferien gehen Patricia und Dodo in Kerpen wieder an den Start. Für Dodo läuft es gar nicht rund. Jannis besucht einen seiner Sponsoren und testet einen sehr ungewöhnlichen Helm. Und Sophia ist auf dem Weg zu einem Formel-4-Test. Aber wird sie dort auch ankommen?